Guten Morgen allerseits. Lange, lange ist es her, als wir das letzte Mal einen Vlog aus dem Auto gestartet haben. Franz kommt jetzt auch gleich. Es ist 8.30 Uhr morgens. Wir werden uns jetzt auf den Weg machen und ein paar förmliche Dinge erledigen. Wie heißt das? Ich muss einen neuen Personalausweis beantragen, weil ich das voll verpennt habe und meiner ist jetzt schon abgelaufen. Und ja, dann haben wir noch ein Problem. Und zwar habe ich meine Geburtsurkunde ist nur mit meinem Mädchennamen ausgeschrieben und ich habe keine andere, weil habe ich nämlich gelernt, meine Eltern hätten das beantragen müssen, aber wir brauchten die halt bis jetzt nie, außer zur Geburtsurkundenbeantragung von Juna. Da hatten wir da auch schon Probleme. Ja, und jetzt müssen wir halt gucken, weil eine Geburtsurkunde kriege ich eigentlich nur mit Ausweis und einen Ausweis nur mit Geburtsurkunde. Ich hoffe, dass wir das jetzt irgendwie gebacken kriegen, weil ich brauche ja meinen Ausweis. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Könnt ihr mal sehen, was das für ein altes Schnurrschwein ist. Du bist ja nicht dazwischen für irgendwas. Macht man trotzdem nicht. Warum? Ja, wenn das jetzt jemand auf die Windschutzscheibe kriegt. Es läuft nur niemand hinter uns. Ha, außerdem ist es jetzt ja kaum eine Das wäre doch witzig. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen lauter sprechen. Okay. Also, wie ihr seht, sind wir immer noch im Auto. Wir sind jetzt aber wieder auf dem Rückweg. Ich habe einen neuen Personalausweis beantragt. Ich habe jetzt einen vorläufigen Personalausweis in der Hand. Also nicht jetzt, aber so grundsätzlich. Ich habe jetzt endlich eine neue Geburtsurkunde, auf der mein richtiger Name draufsteht. Und ja, Reisen und allem anderen steht jetzt nichts mehr im Weg. Auch wenn wir noch mal ein Kind bekommen sollten, wird das nicht wieder so peinlich wie bei Juna, dass wir dann sagen, huch, da steht ja gar nicht mein Name drauf, das bin ja gar nicht ich. Ja, auf jeden Fall hatte ich euch bei Instagram gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen habt. Und ihr habt ein paar Fragen gestellt bis jetzt. Die werden wir erstmal beantworten. Und Franz sieht man fast gar nicht. Und wenn noch mehrere kommen sollten, kann man das ja vielleicht irgendwie nochmal im Tag mit einbinden. So, hallo, stillst du Juna noch? Und wenn nicht, wann hast du sie abgestillt? War es schwer für euch beide? Nein, ich stille Juna tatsächlich nicht mehr, aber mir ist auch schon aufgefallen, dass ich noch gar nicht drüber geredet habe. Das muss ich dringend mal machen. Es hat sich eigentlich so von ihr aus erledigt. Also, wenn es nach mir ginge, ich hätte schon noch ein bisschen weiter stillen können. Es war also überhaupt nicht schwer für uns beide. Sie hat halt immer mal noch geguckt und guckt auch jetzt immer mal noch, aber es ist nie so, dass sie halt trinken will oder so. Ich gucke auch immer mal nach. Oh! Franz! Also echt. Ja, also ich werde dazu einfach nochmal ausführlich sprechen und vielleicht mache ich dazu sogar ein extra Video. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr einfach die Fragen zum Abstillen, die euch interessieren, in die Kommentare schreiben. Weiter geht's mit, wo wohnt ihr circa in Thüringen? Ja, das wird nicht verraten. Also Thüringen reicht halt so als Buchbegrenzung. Dann, ja, voll witzig, dass so viele von euch genau dasselbe Problem hatten mit dem abgelaufenen Personalausweis. Anderthalb Jahre wurden bis jetzt noch nicht überboten. Wollt ihr noch ein Kind? Wissen wir noch nicht. Zurzeit eher nicht. Also jetzt gerade auf gar keinen Fall, weil da müssten wir direkt umziehen und das wäre halt alles ein bisschen umständlich, weil dann bräuchten wir halt wahrscheinlich ein neues Auto. Wir müssten halt definitiv umziehen. Es hängt halt so viel damit zusammen und das passt halt jetzt gerade nicht so richtig in die Situation. Obwohl wir ja eigentlich auch immer nicht so die Planer sind. Ja, also, aber trotzdem eigentlich jetzt erstmal nicht. Ja, aber vielleicht später. Also es ist nicht ausgeschlossen. Also ich kann zumindest noch nicht sagen, dass ich jetzt fertig bin mit Kindern. Aber ich kann halt jetzt auch nicht definitiv sagen, ja, ich will unbedingt noch eins. Also wir gucken einfach mal, wie sich es entwickelt. Klingelt euer Handy nicht andauernd, wenn jemand kommentiert oder etwas liked? Schaut ihr dann immer drauf, weil es vielleicht auch wichtig sein könnte? Nee, also wir haben das ausgeschaltet. Also man kriegt jetzt nicht bei jedem Kommentar automatisch eine Mail oder so. Also es leuchtet dann halt oben auf. Und bei Instagram. Aber wenn es einmal aufgeleuchtet hat, genau, dann bleibt das auch dabei. Also das ist dann egal, ob da ein Kommentar neu dazukommt oder halt 10. Es würde halt bei mir einmal vibrieren, auch wenn ich 10 Kommentare kriege. Ja. Und dann kann man halt entscheiden, will ich jetzt drauf gucken oder einfach später. Aber so grundsätzlich, also
wenn das Ding vibriert und ich krieg's mit oder wenn es klingelt, dann gucke ich schon drauf. Wobei auf dem Tablet ist es echt anders. Also auf dem Tablet habe ich dann so manchmal 10, 12 Instagram-Symbole nebeneinander. Ja, stimmt. Da wird alles einzeln angezeigt. Alles voll oben in der. Ah, das vibriert auch nicht und das hat man auch nicht mal dabei. Also, alles gut. Franz ist übrigens auch auf Instagram, falls ihr das noch nicht wusstet. Unter Papa Franz findet ihr ihn dort. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. So, dann mal kurz so Werbung in eigener Sache. Dann, wollt ihr irgendwann mal in ein Haus oder eine Eigentumswohnung ziehen? Ja. Ja. Wir hoffen ja eigentlich in nicht allzu ferner Zukunft, aber es wird schon noch ein bisschen dauern. Wir müssen erst ein bisschen Geld verdienen und dann ja. Also, ja, ein bisschen Geld sparen. Ja, man muss ja mehr Geld verdienen, um mehr zu sparen. Also. Ja, also im Prinzip steht dem im Moment einfach nur das Geld entgegen, sonst nichts. Also das Interesse ist da und ja. Aber ihr wisst ja, eigentlich habe ich so viel YouTube-Money, dass ich mir auf die Schnelle mit 2 neuen Produktplatzierungen ein Haus verdienen könnte. Wir platzieren einfach ein Haus. Ja, das ist die Idee. Das Geschäftsmodell. Schreib mal Town and Country. Ne? Was gibt's denn noch? Es gibt doch fertighäuser.de oder so. Ja. Schreibe ich mal an. Also wenn er bald hier unterstützt durch fertighäuser.de. Nachher gibt es die Seite wirklich. Ja, die gibt es auch bestimmt. Echt? Oh. Schleichwerbung. Naja, wann denkst du, wird es dieses Jahr das erste Mal schneien? Das ist eine coole Frage. Ich denke, also es hat ja schon mal geschneit, aber jetzt das nächste Mal schätze ich am 13.12. Und du? Am 3.12. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wo würdet ihr gerne mal hinreisen? Eigentlich nach Afrika. Obwohl der Flug dahin wahrscheinlich nicht so mein Ding sein wird. Ich würde so eine USA-Rundreise machen. Ja, stimmt, das wollte Franz schon immer. Also davon kommst du auch nicht ab, oder? Ich würde das auch mitmachen. Was habt ihr als Jugendliche getan und hofft ganz arg, dass eure Kinder es nie tun? Ich muss sagen, ich war super, also ich habe nie irgendwelche verbotenen Sachen oder so gemacht. Ich glaube, es gab auch nie so eine Situation, wo meine Mutter extrem sauer auf mich war oder wo ich was Unverzeihliches gemacht hätte, glaube ich. Ich habe mal, als ich jünger war, also wirklich nicht jugendlich, sondern jünger, aus so einer Sparflasche von meinen Eltern Eurostücke geklaut, weil ich mir davon einen Kaninchenkäfig kaufen wollte. Und der hatte halt 36 Euro gekostet und das war damals mega, mega viel Geld. Und ja, da musste ich halt irgendwie rankommen. Du? Bist auf dem Auto fahren. Ja, Franz ist so ein ganz schlimmer, ne? Den sieht man jetzt gar nicht. Kann ich aber leider nicht ändern. Hast du sonst noch was dazu zu sagen? Franz ist nicht so gesprächig heute. Nein, aber was soll ich da weiter sagen? Also, ich möchte das nicht weiter ausführen. Nein, ich meine so grundsätzlich, aber sonst warst du ja auch lieb. Ja. Ja. Ich habe mich einfach nicht erwischen lassen bei irgendwelchen Dingen. Oh, oder du erzählst es einfach nicht. Werdet ihr von euren Eltern unterstützt, dass ihr vielleicht auch mal Zeit zu zweit habt? Ja, aber wir nehmen es ehrlich gesagt selten in Anspruch. Ja. Also wir verbringen viel Zeit, aber eher dann zusammen. Also wir bringen die Kinder nicht hin und fahren wieder. Weil also mir geht es immer so, ich habe schon schlechtes Gewissen, sowieso schon zu wenig Zeit mit den Kindern zu verbringen. Weil ich habe irgendwie in letzter Zeit immer öfter das Gefühl, dass ich immer Nein sage. Also wenn die E-Mail sagt, Papa, können wir jetzt spielen? Dann sage ich, nein, wir müssen noch einkaufen. Papa, können wir jetzt spielen? Nein, jetzt muss ich den Einkauf wegräumen. Papa, können wir jetzt spielen? Nein, jetzt räume ich noch auf. Papa, können wir jetzt spielen? Nein, jetzt wasche ich ab. Jetzt bringe ich die Wäsche runter. Jetzt muss ich noch mal kurz was machen. Jetzt muss ich noch mal aufs Klo. Jetzt muss ich duschen. Und jetzt muss ich dies und jenes. Und irgendwie fällt halt immer was anderes an. Und man weiß halt nicht so wirklich, was man weglassen soll, ohne irgendwas zu vernachlässigen. Und deswegen, weil wenn man jetzt woanders ist, zum Beispiel bei meinen Eltern oder so, dann fallen halt solche Aufgaben nicht an, sondern dann ist man halt da, man muss sich um nichts weiter kümmern, sondern kann sich dann dort halt um die Kinder kümmern. Die Zeit ist halt intensiver. Ja. Aber wir machen
machen das schon so, also wenn wir wirklich uns was vornehmen oder wenn wir was machen wollen, dann können wir unsere Eltern immer fragen und wenn die Zeit haben, nehmen die Kinder auch immer gerne. Also da sind wir auch wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Auch unsere Großeltern bieten es uns immer wieder an und ja, wir sind einfach wirklich froh, dass wir unsere Familie haben, dass ja, wir eine große Familie haben, die halt mehr oder weniger auch in der Nähe wohnen und ja, also dafür bin ich echt sehr, sehr dankbar. Das muss man auch zu schätzen wissen. Ne? Und vor allem ist es halt auch für die Großeltern und Urgroßeltern natürlich besonders schön mit den Kindern. So, verkauft ihr die zu klein gewordene Kinderkleidung und wenn ja, wo oder hebt ihr alles auf? Also wir heben das auf, was uns besonders gut gefällt, weil wie gesagt, wir noch nicht ausgeplant haben, also noch nicht fertig geplant haben. Und für den Fall der Fälle heben wir die Sachen auf, die wir besonders gern mögen. Aber einen großen Teil verkaufen wir auch. Und zwar habe ich einen Instagram-Flohmarkt, der heißt natürlich Anna-Flohmarkt. Aber der wird unregelmäßig gefüllt. Also wenn ich was habe, dann stelle ich es halt auf einmal rein. Und dann kann es aber auch sein, dass mal 2 Monate lang gar nichts kommt. Die ganzen Seiten sind auch immer unten in der Infobox verlinkt. Also da könnt ihr einfach gucken. So, plant ihr kommendes Jahr einen Urlaub und wo soll es hingehen? Lieber Ferienwohnung oder Hotel? Also prinzipiell sind wir eher so der Ferienwohnung-Typ, auf alle Fälle mit Kindern. Ja. Also ich würde auch gerne im Hotel mal sein, aber ein Hotel, was kinderfreundlich ist, kostet halt richtig viel Geld. Und, man sieht sich gar nicht, das ist voll doof. Ja, ist ja nicht so schlimm. Deswegen würde ich sagen, fällt das eher raus. Und wenn man jetzt wirklich im Urlaub ist, dann macht man sowieso sehr viel draußen und so weiter. Und deswegen, finde ich, lohnt sich da ein Hotel nicht. Ich mag das halt auch, dass man nicht an Essenszeiten gebunden ist. Ja. Obwohl ich natürlich den Luxus von Halbpensionen zum Beispiel, dass man sich nicht drum kümmern muss, wo man jetzt ist und was man jetzt ist, das ist natürlich auch mit Kindern sehr, sehr angenehm. Aber wie gesagt, da müsste es dann halt wirklich ein kinderfreundliches Hotel sein. Weil man sonst halt schnell, finde ich, schnell das Gefühl bekommt, die Kinder müssen halt jetzt leise sein. Ja. Und dann ist man ständig dabei, unterbewusst halt zu denken, dass man stört, auch wenn man es vielleicht gar nicht macht. Und man ermahnt dann halt die Kinder ganz oft. Und das ist dann halt aber auch nicht so richtig Urlaub. Also da will man sich ja keine Gedanken um solche Sachen machen, finde ich. Also wir zumindest. Ja, und sonst, wenn wir im Urlaub sind, sind wir halt nicht so der ja, Wellness-Typ, sag ich mal, sondern eigentlich wirklich eher Unternehmungen, rausgehen, entdecken, spazieren und keine Ahnung was. Also ja, geplant ist soweit noch nichts Konkretes. Also auf alle Fälle werden wir wieder einen Oma-Urlaub an der Ostsee machen, was wir jedes Jahr machen. Aber das ist halt eine Woche und dann müssen wir gucken, was wir noch so als einzelne Familie machen. Also sicherlich verbringen wir immer mal, also werden wir ein paar Wochenenden oder so mit Freunden verbringen. Mit der Emma steht vielleicht was aus, das ist noch nicht ganz fest, aber ja, schon recht sicher. Und ja, also wir wollen auf jeden Fall auch so zu viert nochmal wieder was machen. Wir fanden es letztes Jahr in Frankreich wirklich sehr schön und sowas in die Richtung vielleicht nochmal. Ist aber wie gesagt noch nichts Festes geplant. So, habt ihr auch mal vor, bald zu heiraten? Ja, also, bald. Also wir wollen heiraten, das sagt man halt auch immer wieder. Ich bin ehrlich gesagt jetzt so von dem Trip runter, mir ist es jetzt egal. Also es gab eine sehr intensive Zeit und da hab ich mir zumindest, also wir uns halt viele Gedanken gemacht. Aber ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen lockerer geworden und wenn wir heiraten wollen, dann heiraten wir, wann wir heiraten wollen und ja, der Rest ergibt sich dann halt. Also der Druck ist von deinen Schultern, Schatz. Oh, Erleichterung. Jetzt so die Hälfte des Kopfes wieder frei oder was? Okay. Oh, hier ist wieder kein Internet. Gibt's das bei euch noch? Straßen ohne Internet? Scheußlich. Straßen ohne Internet? Naja, was? So, jetzt war auch noch der Akku leer, aber nichts wie weiter im Text. Woher ist denn der Schal? Der Schal ist von der Aufhübschzone, die es im Norden Deutschlands, glaube ich, nur 2-mal oder so gibt. Auf jeden Fall in Rostock. So ein Laden. Und ich glaube, die haben auch kein Online-Geschäft leider. Ich gucke einfach mal und falls ich was finde, seht ihr es in der Infobox.
gut siehst du aus. Dankeschön. Was arbeitet Franz eigentlich derzeit? Ich weiß, dass er studiert hat, aber was genau er macht und warum er oft so lange weg ist, habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Ja, ohne da jetzt zu viel zu sagen, ich bin im Projektmanagement tätig und mache aber gleichzeitig auch Fortbildung. Also ich führe so Seminare durch. Also dafür bin ich oft weit weg, weil ich die woanders durchführe und deswegen bin ich dann halt den ganzen Tag unterwegs. Ja, das war's. Fertig, der nächste bitte. Lebst du vom Bloggen? Musst du dich da nicht selbst versichern? Rente, Krankenversicherung und so weiter? Ja, ich lebe vom Bloggen. Ja, ich muss mich selbst versichern. Und ja, ich habe dafür das Erste, was man halt machen muss, ist Gewerbeschein anmelden und damit ergibt sich das dann alles. Dann entscheidet man sich, ob man nach Kleinunternehmerregelungen arbeiten will oder halt eben als umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer und ich bin halt wirklich selbstständig damit gemeldet. Das ist mein Job. Ich arbeite selbstständig also von zu Hause aus und kann mich halt genauso wie jeder andere Selbstständige im Prinzip auch komplett selbst einteilen, bin halt aber auch eben komplett selbst für mich verantwortlich. Also ja, Krankenversicherung, Rente, alles mögliche andere halt auch. Steuern, geht alles seinen geregelten Gang und ja. Hast du vor, nochmal in deinem Job als Kinderpflegerin einzusteigen? Wenn ja, wann? Zurzeit nicht, weil mir das Bloggen super mega viel Spaß bereitet, weil ich damit gut zurechtkomme und weil sich es halt einfach so ergeben hat. Aber die ganze Sache ist für mich halt noch nicht erledigt. Es ist nach wie vor voll mein Ding, auch mit den Kindern zu arbeiten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich das später nochmal mache, aber wahrscheinlich eher, wenn die Kinder was größer sind. Also zumindest, ich will halt jetzt nicht sagen, ich mache das dann und dann weiter, weil das in den letzten Malen halt nicht funktioniert hat. Aber ich finde es auch nicht schlimm. Also ich finde es jetzt vollkommen okay, so wie es ist. Ich bin super zufrieden. Und ja, warum sollte ich das dann ändern, sage ich mal. Also ja, ein Job kann halt auch Spaß machen. Und warum soll man nicht sein Hobby zum Beruf machen können? Auch wenn es nicht, wie heißt das, der konventionelle Weg ist? Nicht das, was man halt so vielleicht erwartet. So, wie klappt das bei euch mit dem Familienbett? Ja, so ein richtiges Familienbett haben wir ja nicht. Mhm. Manchmal entsteht vielleicht der Eindruck, weil wir so ein Foto posten, wo Emil und Juna im Bett liegen, aber eigentlich haben wir ein ganz normales Bett und dann dran ist ein Beistellbett, halt noch so ein ganz kleines Babybett und da passt Juna halt noch gerade so rein und meistens schläft sie aber auch da drin, so dass wir eigentlich unser Bett ganz normal haben. Das ist ein voll süßer Kommentar. Danke, Aluka. Ich habe einen ganz langen Kommentar geschrieben und am Ende, kurz fassend, ist nicht meine stärkste Seite, Verzeihung. Voll niedlich. Jedenfalls haben wir kein wirkliches Elternbett, Familienbett. Sie fragt halt auch, ob wir irgendeine bestimmte Sicherung haben und das erübrigt sich bei uns halt einfach, weil unser Bett wirklich komplett von drei Seiten von Wänden eingegrenzt ist. Das heißt, unser Zimmer ist wirklich irgendwie 2 Meter mal 2 Meter breit und tief und unser Bett halt 2 Meter mal 1,80. Und von daher passt das da so flup, so voll rein und es ist schon grundsätzlich von drei Seiten abgegrenzt. Auf der vierten Seite steht dann noch Kleiderschrank und Beistellbett sowie ein kleiner Nachtschrank. Und wir haben also insgesamt, insgesamt zum Ein- und Aussteigen halt, ja keine Ahnung, wie viel Platz wird das sein? 40 Zentimeter ja. Oder so. Okay. Und von daher ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass da jemand rausfällt. Aber ich sag auch ganz ehrlich, Juna ist uns mal rausgefallen. Aber da lag so ein riesengroßes Kissen davor. Ja. Weil wir nicht aufgeräumt haben. Gott sei Dank haben wir nicht aufgeräumt. Ja. Fettes IKEA-Kissen. Ja. Und da war dann unser Babyphone mit Kamera nämlich kaputt. Und das würde ich halt wirklich jedem empfehlen, der sich da unsicher ist. Einfach ein Babyphone mit Kamera. Am Anfang kam ich mir da wirklich sehr doof vor, weil ich das so wie Stalken empfand. Also wie Überwachen. Und das will man ja eigentlich auch nicht. Aber man guckt da halt auch nicht permanent drauf, wenn man sieht, das Kind schläft. Aber wenn es sich bewegt, hat man halt die Sicherheit, drauf gucken zu können. So. Ich sage immer so, ne? Voll krank. Nochmal aktualisieren. Und dann war es das erstmal. Wann kommt das nächste Baby? Am 25.10.2000, was ist realistisch? 22. Wie verbringt ihr dieses Jahr Weihnachten und Silvester?
bei Weihnachten sind wir eigentlich ehrlich gesagt immer noch in der Diskussion, weil unsere Familien sehr verstreut wohnen. Das heißt, meine Eltern wohnen an einem Fleck. Okay, also meine Familie kommt zusammen an einem Abend und das ist der Heiligabend und den verbringen wir bei meiner Familie. Bei Franz' Familie ist es ein bisschen komplizierter, die wohnen halt wirklich verstreut. Die Eltern da, der Papa da, die Großeltern dort. Ich wollte sagen, weil meine Eltern in Schienen sind und dadurch kann man nicht alle an einen Platz ziehen. Und noch dazu sind es alles sehr große Familien, sodass man auch nicht alle an einen Platz ziehen kann. Riesige Familie. Ja, ich finde, deine Familie ist echt wirklich richtig groß. Ja, und... Die Schwierigkeit ist halt einfach, weil man jeden Tag die Kinder von A nach B zieht. Ja. Und letztes das nicht Jahr nur für uns Stress ist, sondern eben auch für die Kinder. Und letztes Jahr hat man damit echt keine Freude. Nee. Und man war dann eben echt einfach gehetzt, weil man ist dann irgendwie... Keine Ahnung, zum Beispiel, wir sind bei meinen Eltern und es gibt früh um 9 Frühstück und dann sitzt man da und wie das dann so ist, wenn man mit der Familie frühstückt, das dauert vielleicht nochmal 2 Stunden. Dann muss man aber eigentlich schon aufstehen, weil man um 12 schon beim nächsten sein muss und da fährt man 1,5 Stunden hin und das ist halt dann einfach nur ein Riesengehetze. Und es fällt aber auch total schwer, irgendjemanden auszusortieren und irgendwie, irgendwie festzulegen, zu wem man jetzt nicht fährt. Das macht es schon schwierig. Also dadurch ist uns halt letztes Jahr wirklich der tiefste Sinn von Weihnachten verloren gegangen und das ist Besinnlichkeit und Ruhe. Naja, nicht nur letztes Jahr, das war davor auch schon. Davor auch, aber letztes Jahr war es dadurch, dass Juna halt da das erste Mal mit dabei war, oh, das ist bestimmt laut, wirklich auffällig und auch wirklich so, dass ich gesagt habe, ich will das so nicht mehr. Ja, ich habe das gesagt, nicht du. Nein, wir haben das beide gesagt. Okay, Frieden. Naja, und ich weiß halt ganz genau, dass ich da ins Auto eingestiegen bin und habe gesagt, das machen wir nächstes Jahr nicht wieder. Ja, und ich habe sofort gesagt, ja, nein. Ja, siehst du, also habe ich zuerst gesagt. Ich bin aber besser als du, nein, aber ich war aber schneller, aber ich habe das zuerst gesagt. Nein, du hast angefangen. Okay. Mama, der ärgert mich. Das ist wie im Kindergarten hier. So. Auf jeden Fall würde mich super doll interessieren, wie ihr das mit Weihnachten regelt, wenn ihr auch so eine relativ verstreute Familie habt. Eigentlich finde ich ja die Regelung super und perfekt, dass dort, wo die kleinsten Kinder sind, wird halt Weihnachten gefeiert. Funktioniert in unserem Fall aber nicht, weil wir halt unmöglich irgendwie, keine Ahnung, 10 Personen, na, wenn man mal nur vom engsten Kreis ausgeht, das meinetwegen 10 bis 15 Personen, 15 müssen es ungefähr sein, kriegen wir nicht in eine 60 Quadratmeter Wohnung. Geht nicht. Und von daher hat sich das bei uns auch schon erledigt und von daher streben wir es an, irgendwann bald hoffentlich ein größeres Haus oder eine größere Wohnung zu haben, in der wir sowas machen können und in der wir das dann selbst entscheiden können. Übrigens, weil jemand gefragt hat, Eigentumswohnung oder Haus, eine Eigentumswohnung wollen wir nicht haben. Nee. Also wir sind uns ziemlich sicher, dass wir nicht in der Wohnung wohnen wollen. Ja. Weil wir einfach irgendwann mal rauskommen wollen aus diesem, ich muss jetzt Rücksicht auf die Nachbarn nehmen und ich darf jetzt nicht laut hinlaufen und ich darf jetzt nicht die Lampe anlassen und ich darf jetzt, muss meine Schuhe aus dem Treppenhaus räumen, da haben wir überhaupt keinen Bock mehr drauf. Nee. Und deswegen streben wir auf alle Fälle ein Haus an. Wir müssen ja sagen... Allein, im Wald. Ja. Wir müssen ja sagen, wir haben ja wirklich nette Nachbarn. Also, aber wir haben auch alte Nachbarn. Wir streiten uns halt nicht, aber unsere Ansichten gehen halt so komplett auseinander. Naja, wie auch immer. Ach ja, und wie verbringen wir dieses Jahr Silvester? Ja, wir feiern Silvester mit Emma und ihrer Familie zusammen bei ihnen. Ja. Wenn ihr noch ein Plätzchen im Vlog habt, würde ich gerne wissen, wie ihr euren Erziehungsstil beschreiben würdet und was ihr vom Konzept unerzogen haltet. Konzept unerzogen? Was ist das? Also wir haben auf jeden Fall noch einen Platz für dich, liebe Purzelmami 2015. Aber Konzept unerzogen, heißt das einfach nicht erziehen oder zu sagen, du bist umgezogen? Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht gehört. Und gehen wir mal davon aus, ohne Erziehung. Also ich finde ja Beziehung statt Erziehung richtig gut. Was? Aber ja, aber ich kann es nicht umsetzen. Was ist das denn? Na, dass man, dass die Beziehung zum Kind im Vordergrund steht und nicht die Erziehung mit erhobenem Zeigefinger sozusagen. Nie schwierig. Es ist schwierig, habe ich ja gerade auch gesagt. Ja. Aber das sieht auch das sieht jeder anders und ich glaube, wenn wir da anfangen, uns hier zu erklären und sowas, also man kurz, kann damit nur ins Feuer laufen. Kurz gesagt, ich glaube, wir haben keinen eindeutigen Erziehungsstil. Also aber man kann sagen, wir sind nicht autoritär. Und auch nicht anti-autoritär. Also wir sind nicht
nicht hier so völlig frei und so, aber doch recht locker. Also wir lassen die Kinder sehr viel ausprobieren. Ich finde, locker und entspannt trifft es ganz gut. Ja, wir lassen die Kinder sehr viel ausprobieren. Das merkt man auch immer wieder, wenn wir bei Freunden oder so sind. Also, oder auch im Kindergarten im Gespräch mit anderen oder so. Genau. Das war ja bei Emil ganz. Und es ist aber trotzdem wichtig, dass die Kinder halt so ein bestimmtes Level an Erziehung einfach haben. Oder was heißt das, an Erziehung halt. Keine Ahnung, an guten Manieren und sozialen Verhalten, so ein gewisses Niveau sollte einfach da sein. Ich finde aber, dass es bis jetzt einfach da ist und dass da einfach das Zusammenspiel zwischen uns als Eltern und dann der Familie und dann aber auch dem Kindergarten einfach sehr gut funktioniert. Ja, und das also ist der auch Kindergarten der Grund, hat da einen ganz, ganz großen Anteil dran, weil die einfach das richtig gut machen. Das ist auch immer wieder eine Frage, die auftaucht, wieso zum Teufel wir unsere Kinder in einen Kindergarten stecken, beziehungsweise in sogar in zwei unterschiedliche Einrichtungen, die noch dazu so weit weg oder auseinander liegen. Es ist uns wirklich einfach extrem wichtig gewesen, was für ein Konzept der Kindergarten verfolgt, dass die Sympathie und die Merkmale, also die Hauptmerkmale einfach zu uns, zu unseren Kindern und zu dem, was wir uns für unsere Kinder vorstellen, passen. Und das tut's da. Die Kinder sind jeden Tag draußen bei jedem Wetter. Das ist halt einfach so dörflich. Und das ist so, ich finde, auf dem Dorf ist einfach die Stimmung so grundsätzlich so schön, dass ich das unbedingt haben wollte für unsere Kinder. Und deswegen haben wir das auch so gemacht. So, eben war das die letzte Frage. Gucken wir noch einmal. Ja, okidoki, Leute, das war jetzt super lang. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Es geht mit unserem Alltag weiter, denke ich mal. Ja. Oder ich mache einen Fragenfreitag draus. Morgen ist Freitag. Kann man auch machen. Ich guck mal. Auf jeden Fall, war es das jetzt erstmal von uns, oder? Willst du noch was sagen? Nein. Zum Mittag habe ich mir hier Nudeln mit Weißkohl und Gehacktes gemacht. Aber Gehacktes eigentlich auch nur, weil es weg musste. Also ich habe es mir warm gemacht. Franz hat es gestern Abend gekocht und es ist mega, mega lecker. Und vor allem super einfach. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Idee, auch wenn es mal ein bisschen schneller gehen soll. Und wie gesagt, das Gehacktes haben wir nur reingemacht, weil es eigentlich noch weg musste. Und ja, das schmeckt wirklich richtig, richtig gut. Also hätten wir am Anfang nicht gedacht, aber wir sind froh, dass wir es ausprobiert haben. Und das wird es jetzt definitiv auch öfter geben. So, das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. Der Postbote hat geklingelt. Ihr wisst, was das bedeutet. Es kann nur was Gutes heißen. Es ist ein halbes Überraschungspaket. Und zwar hat mich Babada Design angeschrieben. Und sie wurde mir auch schon von ganz vielen von euch empfohlen, was mich natürlich riesig freut. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich probiere es halt einfach mal aus. Deswegen werde ich euch jetzt auch gleich zeigen, was im Paket drin ist. Ich durfte mir zwei Sachen für Emil aussuchen. Und auch für Juna. Bei Juna weiß ich allerdings nicht, in welcher Farbe es ist, weil es eine ganz neue Farbe sein sollte. Und deswegen ist es eine Überraschung. Die Farbe gab es da noch nicht im Shop und ich habe das noch nicht gesehen. Und bin deshalb noch ein bisschen mehr aufgeregt und nehme euch mit. Also ich muss ja sagen, jedes Mal wieder, wenn ich ein Paket in den Händen halte und es aufmache, ist es eine ganz, ganz große Freude für mich. Ich bin mega glücklich über alles. Ich bin super dankbar dafür, dass mir so Leute schreiben, die einfach begeistert sind von dem, was ich mache, die mir wie die Laura halt dann anbieten, uns Sachen zu erstellen und wir damit einfach die Möglichkeit haben, das kennenzulernen und vor allem auch an euch weiterzugeben. Ja. Ihr seht, dass das Ganze jetzt nochmal verpackt ist und oh mein Gott, ich bin schon so aufgeregt. Schauen wir einfach mal rein. So, jetzt bin ich aber wirklich, wirklich sehr gespannt. Oh, ist das schön verpackt, schaut mal. Na, ob es mal scharf wird? Und die Spannung steigt. Oh, das ist bestimmt Jonas. Oh mein Gott, ist das schön. Diese Farbe, Leute, wow, ist der blanke Wahnsinn.
Ist das eine schöne Kombi. Oh mein Gott, die flippt jetzt schon aus. Oh. Guckt euch das bitte an. Ich werde es auch gleich nochmal richtig schön hinlegen, aber ich muss jetzt erstmal alles auspacken. Ich bin da ja auch wie so ein kleines Kind. Sie ist mit Pünktchen gefüttert. Und der Reißverschluss und die Bündchen, ja, passen sowas von gut, also perfekt, genau die Farbe von dieser Hose. Ist das eine schöne Kombi, da ist sogar noch was drin. Oh, nein, eine Zipfelmütze. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss mich zusammenreißen, nicht, dass die Nachbarn hier denken, es wäre hier sonst was passiert. Ach du meine Güte, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist das schön. Oh. Ich bin richtig gerührt, echt. Und guck mal, was ich jetzt noch gefunden habe in dem Paket. Ach, ich könnte echt, also heute ist wirklich ein sentimentaler Tag und sowas berührt mich total. Wie viel Mühe sie sich einfach gibt, das merkt man beim allerersten Anschauen, dass das einfach mit total viel Herz gemacht ist. Es ist einfach so liebevoll, allein die Schilder, das ist so, ich weiß gar nicht, was das ist. Also es fühlt sich so ein bisschen fast holzmäßig an, also, oh Gott, ich packe jetzt erstmal das andere noch aus. So, also bei Emi weiß ich wenigstens etwas, was mich erwartet, aber ich bin trotzdem total gespannt darauf. Und ich kann es nur nochmal sagen, guckt euch bitte an, es ist so herzlich eingepackt mit Aufkleber und Seidenpapier. Ach, guckt mal, jetzt, man kann also, hier steht's drauf. Sammel 10 Holzetiketten von Baba da und sende sie mir zurück und erhalte eine tolle Überraschung. Na, das ist ja eine mega klasse Aktion. Wenn ihr also auch Lust habt, da zu bestellen, dann könnt ihr die direkt aufheben und sammeln und bekommt dann dafür sogar noch was. Also Treue wird belohnt, das finde ich klasse. So Leute, als allererstes, ne, schaut euch schon mal bitte die Farbkombination an. Ihr wisst ja, dass ich Emil nicht ausschließlich nur in Blau, Grau, Grün stecke, sondern super gerne auch Rot, Gelb und Orange an ihm sehe. Und er auch rosa und pink tragen darf, wie er möchte. Und deswegen habe ich jetzt nochmal so ein paar Teile da gefunden, die einfach schön gemixt waren. Oh nein, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass wir sowas Tolles bekommen. Das ist so eine Halssocke, aber total schön groß. Warte mal, ich muss mal die Belichtung korrigieren hier, damit das nicht so verfälscht wird. Ja, das, also es ist so ein ganz, ganz leuchtendes Gelb. Ich finde es echt richtig, richtig schön. Gefällt mir total gut. Ja, jetzt kommt es ungefähr richtig in der Kamera rüber. Also es ist eher so dunkelgelb. Und dann, ta-ta-ta, den Pulli, Leute. Der Pulli ist der absolute Wahnsinn. Guckt euch das bitte an. Oh Mann, ey. Ich bin so hin und weg von den Sachen. Allein, wenn man sich das anfasst, also die Stoffqualität auch, ist wirklich, oh Gott, ich könnte nur in den höchsten Tönen schwärmen. Ihr merkt es schon. Guckt euch das bitte an. Dieser niedliche Ochse, also ganz im Ernst, der hat doch mal die geilste Frisur ever, oder? Dann kombiniert mit diesem Rautenstoff. Ich fand das einfach so mega. Ich habe das gesehen und wusste sofort, das muss es für Emil werden. Und wie gesagt, hat sie uns dazu sogar noch die Halssocke dazu gepackt und die Hose in diesem Rautenstoff. Und der ist so voll dick, also richtig, richtig fest. Den kann er sogar, also die kann er sogar so, braucht er nichts mehr drüber oder so, kann er so anziehen und damit rausgehen, auch bei diesem Wetter. Das ist so dick. Der Schnitt ist auch total genial. Oh Mann, ich bin sowas von begeistert, Leute. Ganz ehrlich, ich setze euch auf jeden Fall den Link in die Infobox. Das wisst ihr ja. Schaut da mal vorbei. Also vom ersten Eindruck her ist da alles perfekt. Wirklich. Und ich übertreibe das nicht. Ihr seht's ja. Und jetzt wisst ihr auch, warum meine Unboxings immer so lang sind, weil ich nur schwärmen könnte. Und ich bin so begeistert und ich freue mich und es ist so was Besonderes für mich. Ich weiß das ganz, ganz doll zu schätzen und möchte mich damit jetzt auch hier nochmal bei Laura bedanken, ganz herzlich. Und ja, ihr werdet die Sachen definitiv noch angezogen sehen. Guck mal, was die zwei jetzt machen. Die haben sich ein... Was hast du hier, was habt ihr gemalt? Ein Parkhaus. Ein Parkhaus für Emis Auto aus einem Karton. Mit seiner kleinen Schwester zusammen. Mama, ihr habt euch große Mühe gegeben, ne? Ja. Und dann geht er wieder zurück. Ja, aber das sieht schon wirklich toll aus. Und hier sieht es jetzt ja auch wirklich toll aus. Juna trägt die Batterien. Die sind super schwer. Und ich musste ihr natürlich sofort mal die Jacke anprobieren. Und sie sieht super aus. Und wir gehen jetzt noch mal kurz einkaufen. Und es geht nichts ohne Auto.
Obwohl die Dinger die furchtbarsten Gefährte der ganzen Welt sind. Was? Aber es gibt die in sehr, sehr furchtbar. Da, die schöne Jacke. Sie ist wirklich so toll und sie passt perfekt. Die kann sie noch eine ganze Weile tragen. Zum Abendbrot haben wir uns mal was vom Chinesen geholt. Emil wollte Nudeln. Juna bekommt Reis mit Mais natürlich. Darf nicht fehlen bei Juna. Und Franz hat auch Bratreis. Und jetzt lassen wir es uns halt einfach schmecken, obwohl wir es gekauft haben. Aber es ist ja trotzdem lecker. So, die Kinder sind schon im Schlafanzug, alle bettfertig gemacht. Und jetzt spielen wir hier noch eine ganze Weile. Und jetzt puzzelt Juna hier. Das Puzzle hatte ja Emil mal geschenkt bekommen. Und Juna findet das zurzeit sehr interessant. Aber das ist auch noch ziemlich schwierig für sie. Mama, das habe ich zu Weihnachten bekommen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Es kann auch sein, dass du es zum Geburtstag bekommen hast. Schade. Jetzt spielen wir wieder unser cooles, wie heißt das überhaupt, Bilderlotto oder so? Mhm. Auf jeden Fall hatten wir das mal bei Chibo gekauft, im Ausverkauf. Ich glaube, 2,50 Euro hatte das noch gekostet. Ich weiß aber nicht, ob es das noch mal gibt oder... Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das ein super süßes Spiel, aber ich habe noch keine Alternative gefunden. Ich werde so oft danach gefragt. Tut mir wirklich leid. Oh ja, das gehört zu mir. Jetzt ist Emi wieder dran. Aber das lieben wir wirklich total. Also wenn ihr da was in dieser Richtung findet, nehmt es auf jeden Fall mit. Es macht solchen Spaß. So, oh, Juna hilft. Oh, das ist aber nicht mein Fuchs. Ich bin dran. Oh. Ja! Tada! 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 Juna spielt mit. Tada, Juna! Tada! Wird die Spieleschublade geplündert. Was spielen wir als nächstes? Ja. Was spielen wir als nächstes? Dann spielen wir das. Ich dachte, Memory? Oh, Juna, Mama, und nach Memory spielen wir das hier mit der Raupe. Okay. Juna spielt viel gewinnt. Ist ja auch mega niedlich, wie sie sich Mühe gibt. Dann warten wir noch kurz. Wir wollen nämlich Memory jetzt lieber am Tisch spielen. Aber wir können das... Hallo? Klar. Mama, aber dazwischen, da sind wir keine schon mal da. Mhm. Attacke! Und guckt mal, dieses niedliche Päckchen habe ich aus der Packstation geholt. Es ist von unserer Zuschauerin Nina. Und sie hat uns schon vor längerer Zeit mal ein Kissen mit Namen für Emil genäht. Und sie hat jetzt gesagt, dass sie hier jetzt was anderes ausprobiert hat. Und hat das sogar ohne Anleitung und ohne, ja, also per Hand genäht. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, was dabei rausgekommen ist. Oh... Oh, was für eine niedliche Kleinigkeit. Weiß nicht. Ein, was ist das? Weiß ich nicht. Guck mal, was ist das? Ein Y. Ja, ein Y wie Juna. Mhm. Oh, das ist ja total süß. Vielen, vielen Dank dafür. Das wird auf jeden Fall erstmal mit in Emis Bett kommen zum Kuscheln. Und wenn Juna dann endlich mal ihr eigenes Bett im Kinderzimmer hat, dann kann sie das selbst benutzen. Vielen, vielen Dank. Ja! Was hast du? Was ist das? Möwe. Mhm. Nicht noch die Und? Was ist das? Seepferdchen. Was? Zeig mal. Ja, wirklich. Stimmt. Habe ich mich gleich verguckt. Wir spielen jetzt noch eine Runde Meeresmemo. Das ist so ein Maxi-Memo vom Magellan Verlag, der auch, ja... Memory! Genau. Natur, also ja, auf Naturbasis. Also das ist so biomäßig. Richtig cool, kann ich euch definitiv empfehlen. Auch die Bücher davon sind richtig cool. Also, ich nehme das hier. Oh, wo war denn jetzt das Seepferdchen? Nicht verraten, nicht verraten. Das habe ich hier unten hingelegt, unten. Oh. Schau mal. Ja, ach, Emi, du bist so ein kooperativer Spielpartner. Darf ich nochmal? Oh, eine Qualle. Und... Ha. Ein Krebs. Beide wieder umlegen. Ja. Du bist dran. Und? Oktopus. Mhm. Und Möwe. Mhm. Nee,
die geschliffen. Am besten, du legst sie immer dahin, wo sie waren, dann kann man sich's besser merken. Und jetzt guckt euch mal bitte an, was der Franz mit unserer schönen Raupe Nimmersatt Fußbank angestellt hat. Und höchstwahrscheinlich gibt es die nirgendwo mehr, weil wir die mal bei Lidl oder Netto oder so im Urlaub mitgenommen haben. Und die war so schön und eigentlich auch mega stabil. Naja, jetzt ist sie kaputt. Was ich euch aber eigentlich zeigen wollte, ist Emilys Matschhose. So haben wir die heute mitbekommen aus dem Kindergarten. Also, ich liebe das ja, wenn die Klamotten so schön dreckig sind, weil das heißt, dass die Kinder mega Spaß hatten. Ja, die sind ja wie gesagt immer draußen und ich finde das einfach total klasse. Ja, ein Kind hatte auch einen komplett braunen Schneeanzug, der vorher rosa war, weil sie in die Pfütze gefallen ist. Ja, aber dann geht's halt einfach weiter und die sind eben bei jedem Wetter draußen und dann sehen die Sachen halt so aus. Das war's, meine Lieben. Ja, das Ende vom Video ist leider ein bisschen abrupt geworden, aber ich habe es einfach wirklich nach dem Essen nicht mehr geschafft, noch weiter zu filmen. Die Kinder waren wirklich sehr müde, sie sind dann aber auch wirklich nur noch ins Bett gegangen und haben Zähne geputzt und sowas. Ja, der Rest war ja sowieso schon fertig. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch der XXL-Vlog wieder gefallen hat. Heute mal am Freitag, aber ist ja nicht weiter schlimm. Also, und vor allem morgen kommt oder übermorgen kommt noch ein Vlog online. Und der ist auch nicht kurz, also der hat auch knapp 30 Minuten. Ihr habt also dieses Wochenende viel zu tun und könnt ganz viel anschauen von uns. Ja, und ich hoffe natürlich, dass euch auch der Fragenfreitag gefallen hat, den wir einfach so mal mit eingebaut haben. Ich wollte das dann jetzt nicht nochmal irgendwie zerschnippeln oder extra ein extra Video draus machen oder so. Ich fand das so eigentlich ganz schön, weil so ist halt auch, ja, natürlich unser Tag und eben genauso, wie es halt war. Dass es so lang geworden ist, hätte ich nicht gedacht, aber ja, ist ja auch nicht weiter tragisch, hoffe ich. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir damit erstmal wieder so ein paar wichtige Fragen für euch beantwortet haben. Und ja, ich würde sagen, damit war es das für heute. Wie schon gesagt, hoffe ich ganz doll, dass euch das Video gefallen hat. Und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit einschaltet und bei unserem Alltag dabei seid. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir auch gerne mal wieder Videowünsche in den Kommentaren da lassen, wenn ihr euch für was anderes außer die Vlogs interessiert. Ich hatte jetzt für den Dezember so ein paar kleine Nähvideos geplant vielleicht. Ich muss halt einfach gucken, wie ich dazu komme. Und auch so ein paar Bastelsachen. Noch ein Weihnachtsgeschenketipps-Video mit vielen verschiedenen Kleinigkeiten für klein und groß. Also auch falls ihr irgendwie das ultimative Geschenk kennt, was ich mal so, was definitiv weiter zu empfehlen ist, dann könnt ihr mir das auch gerne in den Kommentaren da lassen. Ja, aber wer weiß, ob überhaupt irgendjemand bis zum Ende geguckt hat. Dann könnt ihr ja mal Piep sagen, wenn ihr wirklich durchgängig bis zum Ende geguckt habt. Auf jeden Fall würde ich mich, also auf jeden Fall freue ich mich riesig darüber. Ich freue mich auch riesig über euer ganz, ganz positives Feedback zu den Vlogs. Es macht mir wirklich unendlich viel Spaß, ich kann es nur immer wieder sagen. Und es freut mich einfach ungemein, wenn ihr auch Spaß daran habt, uns zuzuschauen und mitzukommen sozusagen. Und ja, damit soll es das jetzt für heute wirklich gewesen sein. Ich verabschiede mich damit von euch, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!